Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wer zurzeit aufmerksam durchs Land fährt, wird sie überall sehen. Die unnatürlich gelben Felder, totgespritzt mit Glyphosat. Die Neuzulassung dieses Wirkstoffs steht möglicherweise unmittelbar bevor. Die Kommission hat deutlich signalisiert, dass sie Glyphosat demnächst zulassen möchte. Danke, Frau Präsidentin. Dabei gibt es erhebliche Zweifel an der Unbedenklichkeit dieses Giftes. Ich erinnere daran, dass die WHO Glyphosat als wahrscheinlich krebserregend beim Menschen eingestuft hat. Natürlich macht die Dosis das Gift, das wissen wir auch. Aber gerade beim Pflanzengift Glyphosat ist es eben noch nicht eindeutig bewiesen, dass sein Einsatz unbedenklich ist. Übrigens lehnen 70% der Deutschen, und das ist ein großer Prozentsatz, dieses Gift ebenfalls ab. Die EFSA hat selbst zugegeben, dass die Unterlagen zum Teil mangelhaft sind und dass die Hersteller noch zusätzliche Unterlagen beibringen müssen. Trotzdem will die Kommission diese Ergebnisse nicht mehr abwarten. Die Zulassung von Glyphosat zu erneuern, bevor eine abschließende Bewertung erfolgt ist, das, liebe Kolleginnen und Kollegen, das bedeutet, die menschliche Gesundheit aufs Spiel zu setzen. Und das wäre auch Schutz der Bürger, von dem wir heute schon so oft gesprochen haben. Ich möchte nur daran erinnern, dass es ein Schreiben von 100 Wissenschaftlern gibt, die vor einem Einsatz von Glyphosat warnen. Sie lassen auch kein gutes Haar an der Bewertung von BFR. Schwerwiegende Mängel, sagen sie. Wissenschaftlich unakzeptabel sei dessen Bewertung. Auch das Umweltbundesamt hat sich gegen die Neuzulassung gewandt. Das BFR, das Bundesamt für Risikobewertung, hat seine Aussage übrigens auch inzwischen revidiert bzw. relativiert. Am Anfang hat es geheißen, Glyphosat sei absolut unbedenklich. Inzwischen wird betont, Glyphosat sei nur nach bestimmungsgemäßer Verwendung und nach dem derzeitigen Wissensstand wahrscheinlich nicht krebserregend. Liebe Kolleginnen und Kollegen, so argumentiert eine Behörde, wenn sie später nicht für Schäden haftbar gemacht werden will. Eine Verlängerung der Zulassung zum derzeitigen Zeitpunkt stellt einen eklatanten Verstoß gegen das Vorsorgeprinzip, also gegen den Grundpfeiler der deutschen und europäischen Gesundheits- und Verbraucherschutzpolitik dar, nachdem ein Produkt erst dann zugelassen werden darf, wenn seine Ungefährlichkeit zweifelsfrei feststeht. Die bayerische Umweltministerin Ulrike Schaaf sieht das Problem ja ganz ähnlich. Sie hat dem Landwirtschaftsminister Schmidt Folgendes geschrieben, ich zitiere: Im Interesse des Verbraucherschutzes und des Umweltschutzes darf die Entscheidung über eine erneute Genehmigung nicht vorschnell getroffen werden. Es müssen alle verfügbaren wissenschaftlichen Bewertungen in eine solche Entscheidung mit einbezogen werden. Da die erneute Genehmigung eine Entscheidung für die nächsten 15 Jahre darstellt, dürfen solche Informationen nicht unberücksichtigt bleiben. Ich bitte daher, dass die Bewertungen noch abgewartet werden und in den Entscheidungsprozess der EU-Kommission einfließen können. Zitat Ende. Frau Schaaf, damit haben Sie unsere volle Unterstützung. Im Umweltausschuss hatten wir das Thema schon. Da haben Sie, Frau Schura-Trimmel, argumentiert, dass mit diesem Schreiben ja unsere Forderung schon erfüllt sei. Ich denke, das soll und das kann uns nicht reichen. Ich weiß ja nicht, welche Wirkung Ihr Brief, Frau Schaaf, auf den Minister hatte. Sehr beeindruckt war er wohl nicht, denn eine Woche nachdem er Ihren Brief erhalten hat, hat er sich im Morgenmagazin deutlich für die Zulassung von Glyphosat ausgesprochen. Und wenn man heute die Süddeutsche Zeitung liest, ist anscheinend auch die Umweltministerin Hendricks bereits umgefallen. Da bin ich gespannt, was die SPD-Fraktion dazu zu sagen hat. Ich denke, eine Entscheidung des Bayerischen Landtags in gleicher Sache hätte eine etwas größere Schlagkraft. Liebe Kolleginnen und Kollegen, gerade von der CSU-Fraktion, wenn Sie heute unseren Antrag für ein Moratorium ablehnen, dann lehnen Sie auch ein Anliegen der bayerischen Umweltministerin ab. Überlegen Sie sich das gut, welches Signal von einer solchen Entscheidung ausginge. Was den Antrag der SPD-Fraktion angeht,
so können wir diesem gerne zustimmen. Vielen Dank.